Der Name Hofmann dürfte in nächster Zeit bei der SV Ried auf eher wenig Gegenliebe stoßen. Nicht so sehr der, der mit Vornamen Steffen heißt, obwohl dieser für den einzigen Treffer des Spiels sorgte. Vielmehr ist es Louis Hofmann, dessen Entscheidungen nach Schlusspfiff für Entrüstung bei den Riedern sorgte. Im Endeffekt sind wir unsere Punkte betrogen worden, denn ich glaube, dass zwei lupenreine Öfer-Situationen an uns waren. Und ja, da sind die Schiedsrichter eben gefordert, dass sie in Wien einmal was machen, aber da trauen sie sich einfach nicht und somit müssen wir mit leeren Händen anfangen. Gehen wir systematisch durch, was Ried dermaßen erregte. Bei einem Luftkampf Stockhauser-Meierhofer entscheidet Hofmann auf Freistoß für Rapid. Daraus resultierte der spielentscheidende Treffer. Für den Ried-Verteidiger eine krasse Fehlentscheidung. Er kann zum Kopfball hochsteigen, lässt sich auch fallen. Er ist ein Stürmer, der mit allem Wasser gewaschen ist und deswegen, ja, meiner Meinung nach kein Foul, aber der Schiri hat es gegeben. Der Rapid-Sturmtank sieht das naturgemäß etwas anders. Es gibt Spieler, die sind 1,45, es gibt Spieler, die sind 2,2 Meter, aber wir spielen noch immer Fußball und wenn mich einer zieht, dann zieht er mich. Ich habe gewisse Vorteile mit meinem Körper, aber natürlich auch gewisse Nachteile. Und in dieser Situation, glaube ich, habe ich meinen Körper gut eingesetzt. Er kommt von oben, drückt mich runter. Eindeutig ein Foul. Aufreger Nummer 2. Glasner geht im Strafraum zu Boden. Hofmanns Pfeife bleibt stumm. Klares Foul an Glasner. Das wäre auch Elfmeter zu geben gewesen. Aber hier im Hanapi-Stadion zählen anscheinend andere Regeln. Das war nicht das erste Mal so und da sollen sich viele was überlegen. Schiedsrichter Hofmann meinte nach Videostudium der Szene, ich würde wieder so entscheiden, kein Elfmeter. Schließlich jene Entscheidung, welche das Rieder Fass zum Überlaufen brachte. Christopher Drazan fault ungestüm im Strafraum. Hofmann deutet sofort auf den Elfmeterpunkt und möchte Drazan gelb zeigen. Da mischte sich Schiedsrichterassistent Markus Meyer ein und verlagerte den Tatort kurzerhand auf außerhalb des Strafraums. Eine eklatante Fehlentscheidung, die Ried in Folge wohl einen Punktegewinn kostete. Ich weiß nicht, was den Assistenten da geritten hat. Ich weiß aber auch nicht, warum Schiedsrichter Hofmann diesen Elfmeter wieder zurückgenommen hat. Wir wissen alle hier, die wir im Stadion waren, einen klaren Elfmeter gibt es einfach nicht. Er hat ihn ja auch vorher gegeben und der Assistent mit diesem Blickwinkel will ihn da zurücknehmen. So unglaublich für mich. Nur einer blieb nach dem Skandalspiel ruhig. Ried-Trainer Paul Gludowatz, der den Grund für die Niederlage bei seinem Team fand. Na, Betrug kann ich nicht. Würde ich auch nicht sagen. Das nicht deswegen. Ich hab's auch darin gesehen, dass wir ja keine unbedingt herausgespielte und effektive Torschance hatten. Gesprächsstoff ist nach diesem Spiel also auf jeden Fall vorhanden. Rapid gewinnt dank eines umstrittenen Freistoßes mit 1:0. Ried klagt über zwei nicht gegebene Elfmeter. Aber wie heißt es so schön? Während einer Saison gleicht sich alles wieder aus. Laula 1 TV. Spirit of Sports.